Hallo zusammen. Hallo. Schön. Schön, dass ihr alle hier seid. Willkommen in Hamburg virtuell. Ihr hört Caro und Rike. Hi, wir machen heute die Moderation. Caro und Rike Calling. Genau. Wir machen heute die Moderation. Wir freuen uns super, dass ihr hier seid. Und gebe ich direkt an Caro ab. Juhu. Genau, und zwar fragt ihr euch vielleicht, wo bin ich denn hier gelandet? Und zwar seid ihr hier bei Jugend Hackt, und zwar in Hamburg in diesem Falle. Und natürlich fragt ihr euch jetzt ganz sicher, wenn ihr es nicht eh schon wisst, was ist überhaupt Jugend Hackt? Das ist eine gute Frage, die werde ich euch jetzt beantworten. Und zwar ist Jugend Hackt ein Programm für junge Menschen, die mit technischen Fähigkeiten die Welt verbessern wollen. Und das tun wir seit jeher unter dem Motto mit Code die Welt verbessern. Das heißt, wir schließen uns hier ein Wochenende lang ein, diesmal jeder zu Hause für sich remote. Und wir überlegen uns, mit welchen Programmen etc. wir denn die Welt ein Stückchen besser machen könnten. Genau, diese sogenannten Hackathons, also die Verbindung aus Hacken, sprich Programmieren und Marathon, gibt es seit 2013. Und zwar gegründet von Mediale Pfade und der Open Knowledge Foundation Deutschland. Mittlerweile ist die Community aber super gewachsen und es gibt inzwischen über 10 Events im deutschsprachigen Raum. Genau, im deutschsprachigen Raum, nicht nur in Deutschland. Das heißt, wir haben mittlerweile auch welche in Österreich und der Schweiz. Und wir machen nicht nur diese Hackathons, sondern wir haben verschiedene Formate, zum Beispiel auch regionale Labs. Das sind sozusagen Werkstätten, die zum regelmäßigen Austausch geöffnet sind. Das heißt, da finden Workshops statt, die halt öfter stattfinden und nicht nur einmal im Jahr, wie zum Beispiel Jugend Hackt Hamburg. Und es gibt auch, leider jetzt während Corona nicht gewesen, aber es gibt auch internationale Austausche, wo wir sozusagen die Kulturen in der ganzen Welt vernetzen und uns damit Technik auseinandersetzen. Genau. Und das hat alles in Berlin angefangen, aber wir sind jetzt ganz weit verteilt. Und das wird alles dezentral organisiert tatsächlich. Wir kriegen Unterstützung aus Berlin und viel wird auch zusammen unterstützt, aber die einzelnen Events, da steht immer eine Gruppe von Menschen dahinter, die das organisiert. Bei uns sind das Anne, Birte, Hanno, Torben und ich. Und ja, wir teilen uns die Aufgaben rein und organisieren einfach sehr, sehr viel zusammen, haben wir super viel Freude dran und sind jedes Jahr dann wieder super gespannt, wie es wird und sind schon einfach sehr, sehr happy. Und natürlich, wir organisieren das. Aber das Ganze würde auch nicht funktionieren ohne unsere Sponsoren. Deswegen wollen wir hier nochmal die Zeit nehmen, ein riesiges Dankeschön auszusprechen an unsere Sponsoren, denn wir sind der Überzeugung, dass unsere TeilnehmerInnen das machen können sollen, ohne irgendwie finanziell, unabhängig davon, wie ihre finanzielle Situation ist. Und das wäre ohne unsere Sponsoren nicht möglich. Von daher hier nochmal ein riesiges Dank an unsere Sponsoren. Und das sind unsere großen Sponsoren. Wenn ihr jetzt sagt, ja, okay, ich finde das auch super, ich würde das auch gerne unterstützen, aber ich bin jetzt keine große Stiftung oder die Stadt Hamburg oder so. Es gibt auch noch den Jugendhack-Freundeskreis und an dem wollen wir auch nochmal ein riesiges Dankeschön aussprechen, denn da sind ganz viele Leute, die einfach sagen, so, hey, ich will das unterstützen, ich finde das super und kleine, größere Spenden daran machen. Von daher vielen lieben Dank. Falls ihr das auch cool findet, könnt ihr sich auch jederzeit dem Freundeskreis beitreten. Hier aber nochmal ein riesiges Dank an alle, die Teil des Freundeskreises sind. Und genau, jetzt nochmal Caro. Yes. Genau, wir können einmal weiterklicken und zwar seht ihr da unser diesjähriges Gruppenfoto, beziehungsweise es sind sogar 3 Gruppenfotos geworden, weil wir ein bisschen Schabernack machen wollten gerne. Ihr seht jetzt keine realitätsgetreuen Gesichter, sondern ganz, ganz viele Pixelmännchen. Dieses Gruppenfoto ist tatsächlich schon ein Spoiler auf eine kleine Geschichte, die wir euch später noch erzählen wollen. Und zwar von der wunderbaren Location, in der wir dieses Wochenende waren, denn die gab es online. Genau, deswegen haben wir hier einmal nochmal das schöne Gruppenfoto. Aber es gibt noch eine Sache von uns zu erzählen. Und zwar das Motto, das diesjährige. Und zwar haben wir uns überlegt, dass es irgendwie cool wäre, wenn jedes Jugendhack so ein bisschen auch einzigartig wäre. Und deswegen haben wir uns überlegt,
dass es cool wäre, ein Motto zu haben. Und zwar ist das dieses Jahr, was kommt danach? Mit diesem interessanten Sonderzeichen. Ich erzähle euch jetzt auch, warum dieses Sonderzeichen da steht. Das ist nämlich quasi, sorgt für eine gesprochene Pause. Und zwar hat das Motto zwei Ideen. Das heißt, die erste Idee wäre, was kommt danach? Also wir waren ja jetzt über ein Jahr in der Pandemiesituation und da hat sich einiges verändert. Es wurde sehr viel digital gemacht und wir fragen uns aber, wenn wir jetzt aus der Pandemie rausgehen und es ist tatsächlich alles wieder normal, was ist denn dieses Normal? Und ist dieses Normal vielleicht anders als das, was wir vorher hatten, beziehungsweise was für Denkanstöße gab es während der Pandemie auch? Denn wir sind uns sicher, dass Krisen auch viel bewegen können und dass uns das auch nochmal die Möglichkeit gibt, uns Gedanken zu machen, wie wir unsere Realität eigentlich gestalten wollen und was man vielleicht noch verbessern könnte, auch gesellschaftlich. Und der zweite Sinn dieses Mottos heißt, was kommt danach? Also wer kommt danach? Und das seid ihr, eine neue Generation von Leuten, die diese Welt gestalten werden. Und wir sind wahnsinnig stolz darauf, was ihr uns da quasi schon für einen Zukunftseinblick gewähren lasst hier am Wochenende. Weil wenn die neue Generation aus euch besteht, dann kann es eigentlich nur viel cooler werden und viel besser werden als wir Alten, die sie bisher gestaltet haben. Genau, das soll quasi so dieses Motto ausdrücken. Und die Rike darf jetzt nochmal einen Übergang sprechen. Ja, genau, weil jetzt kommen die wichtigsten, der wichtigste Teil hiervon, natürlich eigentlich das, warum ihr alle da seid. Ihr wollt ja jetzt gar nicht uns dabei reden hören. Wir haben ganz viele Gruppen dieses Mal. Wir haben 8. Das ist wirklich, wirklich viel. Und da wollen wir auch gar nicht zu lange euch aufhalten. Die erste Gruppe. Genau. Die erste Gruppe wird sich jetzt gerade entmuten und wird ihre Kamera anschmeißen und auch gerne schon mal den Bildschirm teilen. Und wenn ihr mir sagt, dass das geklappt hat und so weiter, dann können wir das tun. Der Stream hatte sich, glaube ich, gerade aufgehangen. Das müsste aber jetzt wieder gefixt sein. Ich sehe es zumindest auch wieder, wenn ich einmal noch rechts gucke. Genau, deswegen die Gruppe Alpaka-Chat. Das sind Matteo, Niklas und Pascal. Und unterstützt wurdet ihr von den Mentees Lucy und Abraham. Seid ihr da? Könnt ihr euch einmal entmuten? Ja, könnt ihr euch einmal entmuten? Oh, Pascal, dich habe ich gehört. Hallo. Morgen. Matteo, Niklas ist auch da. Sehr gut. Ja, wir warten noch ganz kurz. Hallo. Okay, dann könnt ihr auch einmal euren Bildschirm teilen, damit wir auch sehen, was ihr euch Cooles überlegt habt in eurem Projekt. Euren Bildschirm teilen, damit wir auch sehen, was ihr euch Cooles überlegt habt in eurem Projekt. Jo. Jo. Supi, das passt alles, dann halte ich die Klappe und viel Spaß euch. Genau. Also, bevor wir diese Gruppen gemacht haben, wo wir diese Themengruppen, wo wir erstmal hier gebrainstormt haben, dann hatten wir das Thema Schule und Bildung neu gedacht. Dann haben wir uns überlegt, was für Probleme in der Corona-Zeit generell so den Schulalltag geprägt haben. Und da sind wir auf ein spezifisches Problem gekommen, und zwar, dass Lehrer von den Schülern oft nicht erreichbar sind. Also, dass Lehrer entweder nicht in ihre E-Mails schauen oder nicht rechtzeitig antworten oder auch vielleicht gar nicht antworten. Aufgrund entweder zum Beispiel, dass sie sich immer einloggen müssen bei ihrem E-Mail-Account und dafür vielleicht keine Lust haben oder keine Zeit. Genau, das war so unser Problem, also unsere Problemfrage, auf der dieses gesamte Projekt basiert. Und dann haben wir uns halt überlegt, was könnte man quasi da besser machen. Und dann sind wir auf eine Art Chat-Tool gekommen quasi, wie hier steht.
das die direkte Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern ermöglicht. Das heißt, das könnte eine Website sein, bei uns lief es auf einer Website heraus, selbstverständlich könnte das aber auch eine App sein. Das Login-System sollte viel einfacher sein, das heißt zum Beispiel mit einer App, dass man sich einmal einloggt und dann zum Beispiel immer eingeloggt ist. Oder auch zum Beispiel, dass man Push-Nachrichten hat, dass Lehrer direkt zum Beispiel auf ihrem, keine Ahnung, auf dem Desktop zum Beispiel Nachrichten bekommen, der und der Schüler hat ihr eine Frage gestellt oder sowas. Genau. Und rausgekommen ist dabei Alpaca-Chat. Wir haben das jetzt als Website gebaut. Der Aufbau ist recht simpel. Hier seht ihr einmal einen Screenshot der Website. Als erstes hat man ein ganz einfaches Login-System, wo man einfach einen Benutzernamen und ein Passwort eingibt. Und dann kann man sich einfach registrieren. Und dann hat man einen Chat. Es hätte natürlich auch, also nein, selbstverständlich. Wir haben auch Gruppen hinzugefügt. Das heißt, dass man jetzt quasi nicht einfach nur einen Chat hat, wo wie alle Leute mit drin sind. Also man kann einen Benutzernamen eingeben und dann kann man mit Leuten aus einer bestimmten Gruppe chatten, Direktnachrichten schreiben. Das werden wir aber gleich noch in der Live-Demonstration sehen. Genau. Die Technik, die dahinter steckt, besteht im Grunde aus diesen drei Haupttechnologien. Einmal Node.js für den Server, um das Ganze aufzusetzen, dass die Nachrichten auch irgendwie, dass das Ganze überhaupt wirklich funktioniert. Dann die Server-Client-Kommunikation, das heißt, dass man wirklich auch von seinem Client, also seinem Gerät, etwas an den Server senden kann und dass der User auf der anderen Seite, an dem man das schickt, das dann auch bekommt. Und einmal zum generellen Design, also zum Beispiel hier, dass man hier dieses ganze GUI, also das CR-Packer-Chat steht und dass dann die Buttons hat und so, das Design ist mit Bootstrap und CSS gemacht. Aber wir haben jetzt nicht nur einen einfachen Chat gebaut, sondern auch noch, falls der Lehrer zum Beispiel mal wirklich nicht erreichbar ist, trotz dieses Programms, will man ja trotzdem jemanden, der einem vielleicht bei einfachen Lernfragen sofort weiterhilft. Und wenn das jetzt nicht unbedingt Google ist, weil bei Google bekommt man ja die ganze Zeit, man bekommt 20.000 Websites gefühlt und vielleicht auch mit unterschiedlichen Meinungen. Manchmal möchte man einfach nur Fakten haben. Also haben wir in dieses Chat-Tool einen Chatbot eingebaut, der mit künstlicher Intelligenz basierend auf TensorFlow Python funktioniert. Und der macht im Grunde, man gibt etwas ein, damit man das von anderen Nachrichten unterschreiben kann, schreibt man da Slash davor. Dann geht das quasi direkt an den Bot und der antwortet dann zurück. Der ist noch nicht ganz ausgereift, dieser Bot. Das heißt, man kann dem noch viel mehr einprogrammieren, als er jetzt kann. Das kann man aber auch noch in der Live-Demonstration gleich sehen. Genau. Also dieser Chatbot wird dann halt, soll jetzt nicht unbedingt den Lehrer ersetzen bei solchen, bei diesem Chat-Tool, aber es ist schon mal wenigstens eine Hilfe, eine kleine Hilfe, wenn man mal kleine Fragen hat. Genau. Dann würde ich sagen, jetzt geht's noch mal zur Live-Demonstration. Genau, das ist der Startscreen, auf dem man auswählen kann, ob man sich einloggt oder registriert. Wir loggen uns jetzt ein. Warte mal ganz kurz, Pascal. Kannst du mal bitte den Stream, der gerade läuft, muten? Also da das Stumm schalten, weil sonst hören wir es doppelt. Ja, eigentlich habe ich den Stream gemutet. Ich mache mal mit dem Lautsprecher aus, dann soll es ja gehen. Genau, dann kann man sich dann mit seinem Benutzernamen einmal einloggen. Und dann hat man hier seine Chatverläufe. Und dann kann man einen neuen Chat eröffnen. Entweder eine Gruppe oder eine Direktnachricht. Theoretisch noch mit dem Bot, aber das funktioniert momentan anders. Wir erstellen jetzt eine Gruppe. Und dann kann man Personen hinzufügen. Zum Beispiel jetzt den anderen Account namens Test. Und dann kann man die Gruppe erstellen.
Dann sieht man hier in seinen Chats die neue Gruppe mit den ganzen Mitgliedern und kann dann draufklicken. Und dann kann man eine Nachricht schreiben oder mit dem Bot kommunizieren. Indem man einen Slash vor die Nachricht macht, wird dann automatisch eine Nachricht an den Bot versendet. Das mit dem Bot kann ein bisschen länger dauern. Genau, und da hat der Bot jetzt eine Antwort versendet. Matteo, möchtest du die Abmoderation machen? Ja, das würde ich dann machen. Ich würde mal sagen, auch wer okay, hat jetzt... Das war unsere Präsentation zu unserem Chat-Tool Alpaka-Chat. Ja. Vielen Dank. Ich würde mal sagen, auch, ne, wir haben jetzt an dem Wochenende sehr viel geschafft und auch ohne unsere beiden Unterstützer hätten wir das definitiv nicht machen können. Da möchte ich noch einmal ganz besonders Lucy und Abraham danken für eure Unterstützung bei allen möglichen Fragen und mich auch noch mal einmal bei Pascal und Matteo bedanken. Ja, es hat einfach wirklich Spaß gemacht, dieses Wochenende mit euch zu verbringen und zu arbeiten. Und wir haben wirklich viel geschafft dafür, dass wir uns damit noch nie vorher beschäftigt haben. Sehr, sehr cool. Das ist doch ein schönes Abschlusswort zu eurer Präsentation. Tatsächlich haben wir zu eurem Chatbot auch nachher noch eine coole Background-Story. Aber zuerst, Rieke, wollte ich dich gerne fragen. Wir haben ja eben schon das Foto gesehen von dieser wunderbaren Location, wo am Wochenende Jugendhack in Hamburg stattgefunden hat. Magst du uns da noch was mehr zu erzählen? Ja, also diese Location, das ist nicht nur irgendeine fiktive Location. Normalerweise ist das ja nicht virtuell. Und natürlich, wie viele Sachen ist es jetzt denn doch virtuell? Und aus so ein bisschen Nostalgiegründen haben wir die Location, die wir normalerweise immer in Hamburg sind, nachgebaut. Und ich sage wir, meine ich damit Hanno. Vielen lieben Dank dann nochmal an Hanno. Und das ist einfach wie die Welt, wie das Haus wirklich, wenn man da auch schon mal war, man erkennt das einfach wieder, dass es so detailverliebt. Und das ist eine Welt, in der kann man rumlaufen und dann immer wieder in Räume gehen, man sieht andere Avatare mit einem Namen rumlaufen, kann zu denen hingehen, kurz mit denen quatschen. Das ist, wenn man nicht im Betehaus sein kann, dann ist das zumindest das Nächste, was man daran machen kann, wirklich denn dort zu sein. Und es macht super viel Spaß, darum zu laufen. Und, ja, sehr cool. Ja, bringt dann einfach wieder zurück. Ja, ich habe auch schon, ich war ja nur kurz dabei, ich bin nur als Gast quasi zur Moderation gekommen, aber ich habe auf jeden Fall auch ich habe gehört, wie der Zug vorbeifuhr. Es war schon sehr, sehr stimmungsvoll. Man konnte sich in dem Moment zwar kurz nicht unterhalten, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Gimmick. Und ich glaube tatsächlich ist die nächste Gruppe jetzt auch schon startklar. Deswegen würde ich begrüßen No Surveillance Routing, Leo, Henrik, Thomas, Moritz und unterstützt wurden die ganzen von Yuki und Timo. Sagt mal Hallo. Ja, dann sagen wir auch Hallo und begrüßen euch zu unserer Präsentation von der Gruppe No Surveillance Routing. Wie schon angesprochen sind wir Henrik, Thomas, Leo und Moritz. Genau, das Problem, was wir behandeln wollen, ist, dass es in Städten sehr viele Überwachungskameras gibt und dass wir allerdings, wenn wir durch die Stadt gehen, nicht überwacht werden sollen. Wie zum Beispiel dieses schöne Bild zeigt, wir wollen nicht direkt ins Gesicht gefilmt werden. Genau, dabei ist dann als Endprodukt eine Webseite rausgekommen, die dann eben zwei Punkte bekommt, also Punkt A und B, und dann eben die Route zwischen diesen Punkten berechnet und dabei eben die Überwachungskameras auf dem Weg möglichst vermeidet. Dafür haben wir dann eine API, also eine Schnittstelle zwischen dem Frontend, das eben die Karte und die Route dann anzeigt, und dem Backend, das die Routenberechnung übernimmt, gemacht. Genau, und die Route, die dann eben vom Backend berechnet wird, wird dann eben im Frontend angezeigt auf der Karte und kann dann eben genutzt werden, um sich fortzubewegen. Unser Source Code,
den findet ihr auf github.com/jugend/jugendtech/no-surveillance-routing und ihr könnt euch die Seite auch angucken, die nächsten Tage auf jeden Fall noch unter nsr.emola.dev. Ja. Genau. Wie Hendrik bereits erwähnt hatte, haben wir eine Trennung zwischen Frontend und Backend. Im Frontend, das sind das, was die normalen Nutzenden sehen. Das ist normal mit HTML gebaut und mit Leaflet, um die Karte anzuzeigen. Leaflet ist dabei eine sehr verbreitete Bibliothek, um Karten auf Webseiten einzubinden. Im Backend verwenden wir OSRM. Das ist ein quelloffenes Programm, womit man sich Routen generieren lassen kann von Punkt A nach Punkt B. Dabei verwenden wir die Daten aus der OpenStreetMap. Die OpenStreetMap ist eine global sehr akkurate Karte, die von Freiwilligen auch quelloffen und frei nutzbar gepflegt wird. In der OpenStreetMap ist bereits eingetragen, wo Kameras sind, natürlich nicht alle, aber schon einige. Und daher müssen wir diese Daten nicht selbst erheben, sondern können mit ihnen weiterarbeiten und können bestehende Routing-Software verwenden. Wir haben noch ein paar Programme darum gebastelt, die aus der Karte die Kameras hinausfiltern und dann dem Routing-Programm mitteilen, dass es im Umkreis von 100 Metern meine Kamera nicht lang routen darf, also keine Wege dort lang führen dürfen. Das war ziemlich imperformant, weil wir über sehr, sehr große Datenmengen reden. Wir haben hier ein bisschen nur Hamburg drin, weil ganz Deutschland stürzt uns alle Server ab, die wir bisher drauf geworfen haben. Genau, als nächstes wollen wir versuchen, ob wir eine Live-Demo hinbekommen. Genau. Wir haben hier unsere Karte von Hamburg und wir wollen jetzt gerne erstmal eine Route vom Beta-Haus, wo wir ja sonst eigentlich jetzt wären, zum Hostel, wo normalerweise übernachtet werden würde. Dann können wir hier auf der Karte das Beta-Haus hier markieren und wollen dann zum Hostel, wenn ich es jetzt finde auf der Karte. Genau, das Hostel ist hier. Und wir sehen hier schon die ganzen Punkte. Also einmal diese Marker, das sind die Überwachungskameras. Und wenn hier sehr viele sind, dann werden die so zusammengefasst in so einem Kreis, wo dann drin steht, wie viele Überwachungskameras da in dem Fall Rechteck sind, die das hier angezeigt wird. Jetzt können wir sagen Start Routing und dann sehen wir, dass hier diese rote Route, die führt nicht, wie wahrscheinlich der schnellste Weg wäre, an dieser großen Straße entlang, weil hier die Überwachungskameras sind, sondern führt hier einen anderen Weg, wo wir an keiner Überwachungskamera in einem Radius von 100 Metern vorbeikommen. Ja, natürlich ist das noch nicht ganz fertig. Es gibt auch noch sehr viele weitere Punkte, die eingebunden werden können. Zum Beispiel könnte es auf andere Städte oder sogar vielleicht Länder skaliert werden. Was aber auch möglich wäre, ist, dass Deutschland wie in Großbritannien die Platzierung von Kameras öffentlich macht, auch als Open Data. Als letztes könnte man vielleicht noch eine Dokumentation für die Nutzer, die Nutzende einbinden, was den Gebrauch einfacher machen würde. Genau, und damit sind wir schon am Ende unserer Präsentation. Wir möchten uns riesig bei unseren MentorInnen Yuki und Timo bedanken, die uns wirklich riesig geholfen haben bei verschiedensten Problemen, ohne die dieses Wochenende längst nicht so erfolgreich gewesen wäre, ohne die wir nicht gestern Abend schon funktionierende Software gehabt hätten. Und auch ganz generell an die gesamte Orga von JugendTech Hamburg, die sie auch in diesem Jahr trotz der widrigen Umstände wieder möglich gemacht hat, dass wir wieder bei JugendTech zusammen sein können und dass wir so ein tolles gemeinsames Wochenende verbringen konnten. Dankeschön. Sehr, sehr cooles Projekt. Ich habe eine kurze Orga-Info für euch. Und zwar wird hier gerade... okay. Jetzt lässt die Emoji-Welle schon nach. Das ist gut. Bitte nutzt nicht aus, dass wir euch die Möglichkeit geben, auf diese coolen Infos zu reagieren. Denn sonst sieht man die Präsentationsfolien von den Teilnehmenden nicht mehr so gut. Genau. So. Jetzt muss ich mich kurz sortieren. Wir haben eine weitere Übergangsstory für euch. Und zwar,
wir waren ja jetzt alle remote zu Hause, jeder in unserem eigenen Zimmerchen. Das war, es ist irgendwie cool gewesen, jetzt trotzdem zusammen zu sein, aber auch ein bisschen traurig. Aber ich habe gehört, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, Rike, dass ihr euch nicht habt leben lassen, etwas von Jugendhackt auch zu den Teilnehmerinnen nach Hause zu bringen. Was war das denn? Genau, also wir haben ein Care-Paket geschickt und auch wieder was, was ein bisschen an das echte Event erinnert. Zum Beispiel gibt es uns auch ganz viele Snacks, also natürlich immer im Rahmen. Zum Beispiel gibt es Mate und das machen wir normalerweise mit Mate-Marken. Wir wollten auch jetzt, dass die Jugendlichen wieder Mate trinken können. Haben wir zum Beispiel, vielleicht sieht man das einmal, so eine, wir nennen das einfach Kanne geschickt, in der man einfach Tee machen kann und Mate dazu. Einfach um das Gefühl, was wir normalerweise auf den Hackathons haben, auch live werden zu lassen. Und auch zum Beispiel ein bisschen Schokolade und so einfach, um wirklich das zu haben. Ich glaube, Caro, du hast es auch bekommen. So, ja, das war voll cool. Ich habe mich mega gefreut. Das freut mich. Die Mentorinnen und so, natürlich alle, die beteiligt sind, bekommen das. Und wir freuen uns jedes Mal wieder, wenn wir da auch Gutes, wenn die Leute sagen, dass ihnen das gefällt. Da war auf jeden Fall auch so ein cooles T-Shirt dabei, was wir jetzt auch in der Moderation anhaben. Ich sehe auch schon tatsächlich, dass die nächste Gruppe auch schon in den Startlöchern steht. Die Bildschirmfreigabe wird gerade erteilt. Das heißt, die Technik kann schon mal rüber switchen. Und ich begrüße jetzt hier das Projekt Piep Plattformer, bestehend aus Sarah, Moritz, Karl und unterstützt wurden. Die wurde die Gruppe vom Menti Peter. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Genau, unser Projekt heißt Piep Plattformer und unser Ausgangsgedanke war, Musik als Kunst zu betrachten. In unserem heutigen Alltag ist Musik häufig etwas, was im Hintergrund läuft, als Ablenkung vom Alltag, was aber selten wirklich genossen wird und im Fokus unserer Aufmerksamkeit steht. Vor allem, wenn wir jetzt auch noch nicht Konzerte besuchen können wegen Corona und gleichzeitig andere Entertainment-Angebote wie Filme und Streaming-Dienste unsere Aufmerksamkeit fordern, tritt Musik als Kunst, die wir wirklich wertschätzen, immer weiter in den Hintergrund. Wir haben einen Weg gesucht, das zu ändern und Musik besser erkunden zu können und somit schätzen zu lernen. Unsere Lösung dafür ist ein Spiel gewesen. Wir haben ein Plattformspiel programmiert, bei dem die Items einzelnen Teilen der Musik entsprechen und somit der Aufbau von Musik spielerisch erkundet werden kann. Genau, dabei kamen verschiedene Daten und Technologien zum Einsatz, natürlich. Wir sind bei Jugendhack. Als Programmiersprache haben wir Python verwendet, weil die uns allen am geläufigsten war und wir damit relativ schnell und einfach arbeiten können. Dazu, um auch noch schneller zu sein, gibt es Libraries, also das sind solche Erweiterungen, die uns jetzt ermöglichen, ein Spiel zu machen, ohne von Grund auf anzufangen. Also wir müssen nicht sagen, zeichne hier einen Pixel, zeichne da einen Pixel und mach, dass es geht, sondern wir haben schon ein Grundgerüst gegeben, das war Pygame für uns. Außerdem haben wir das Python Library Synthesizer verwendet, was Töne generieren kann. Dem können wir sagen, spiele jetzt einen Ton von der Frequenz auf die Länge und dann geschieht das. Das hat es deutlich einfacher gemacht. Noch einfacher wurde es auch dadurch, dass wir eine Vorlage verwenden konnten. Und zwar gibt es ein Spiel von Lucas Young, was öffentlich ist, also auf GitHub veröffentlicht ist, unter einer Lizenz, die uns erlaubt, darauf aufzubauen, das zu verbessern. Und die war die Grundlage für uns und hat uns erstmal das Spiel möglich gemacht. Dann wurde für dieses Spiel selber, als auch noch für unsere Erweiterung Kunst verwendet, also Bildchen von Open Game Art. Da sind hier die beiden Links angezeigt, denn wir können das zwar frei verwenden, müssen aber trotzdem sagen, woher wir das haben. Genau, also beim Spiel selbst handelt es sich um einen einfachen Plattformer, so wie Mario Bros. Wer kennt das nicht? Und dabei haben wir uns eben gedacht, dass wir genauso wie in anderen Plattformen eben rumspringen können. Wir haben ja diesen kleinen Frosch als Spieler. Und dabei müssen wir aber verschiedene Items einsammeln, also Gegenstände. Und diese Gegenstände sind, wie ihr seht, diese Töne. Und
diese Töne kann man eben einsammeln, was bewirkt, dass sich die Musik zusammenbaut aus verschiedenen Bestandteilen. Also man sammelt dabei verschiedene Töne ein, die dann regelmäßig im Takt gespielt werden. Also sammelt man jetzt zum Beispiel diesen gelben Ton ein oder diese beiden gelben Achtel da, dann wird immer auf das erste Viertel ein Ton gespielt. Momentan ist es noch relativ einfach, also eine Sinuskurve. Und dann wird das im Prinzip wiederholt. Und bei den nächsten Items wird dann im Prinzip der Takt vervollständigt, weil der nächste Ton dann auf dem zweiten Schlag im Takt spielt. Genau, und so muss man im Prinzip so sich selbst diese Musik zusammenbauen und es entsteht quasi was Individuelles daraus und man kann die einzelnen Bestandteile der Musik besser beobachten und untersuchen und lernen, wie komplex doch Musik ist. Ja. Dabei sind wir natürlich noch lange nicht fertig. Man kann so ein Projekt immer weiter entwickeln. Es gibt nie ein Ende. Wir hatten am Anfang noch vor, autogenerierte Level zu haben mit zufälligen Sounds, sodass man tatsächlich auch Musik individuell und einzigartig zusammenstellen kann aus verschiedenen Items. Also wenn man verschiedene Töne einsammelt, dann bilden sich verschiedene Musikrichtungen daraus Klänge. Man kann außerdem auch noch mehr Items einbauen mit verschiedenen Auswirkungen, zum Beispiel, dass das Tempo der Musik langsamer wird oder schneller. Man kann noch Hindernisse einbauen, unterschiedlichere Sounds, also dass man zum Beispiel verschiedene Instrumente nachbildet, dass man den Rhythmus noch differenzierter gestaltet oder noch ein paar Klangfarben dann im Synthesizer einbaut. Und man kann natürlich auch noch schnickere Animationen und Grafik einbauen. Das sind jetzt alles 32x32 Pixel, das lässt sich noch erweitern deutlich. Aber es ist der erste Schritt und wenn man dann jetzt noch weiterentwickelt, dann könnte man sogar irgendwann dann zu dem Piep-Plattformer dann Beat-Plattformer sagen. Ja. Ja, das ist ein schönes Dank. Wortspiel. Genau, wir wollen noch Danke sagen zum einen an diejenigen, die diese freien Tools und diese Software bereitstellen und sicherstellen, dass die weiterentwickelt wird und nutzbar bleibt, denn das hat für uns eine große Grundlage dargestellt, auch wenn Projekte Open Source lizenziert sind, das heißt so veröffentlicht sind, dass andere auf dem Quellcode aufbauen dürfen, hilft uns das auch sehr, produktiver zu sein. Also vielen Dank an die Leute, die sich darum kümmern und das verbreiten, diese Idee. Außerdem auch noch vielen Dank für die Unterstützung an die MentorInnen und auch an die Orga-Gruppe, die dieses Event an diesem Wochenende möglich gemacht hat. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Vielen Dank an euch. Sehr cool. Das ist ja wirklich ein kreatives Projekt. Sehr, sehr schön. Genau, während sich die nächste Gruppe gleich fertig macht, haben wir auf jeden Fall jetzt einen kleinen Blog eingebaut. Achtung, Ironie wird jetzt angeschaltet. Stichwort Fehlerkultur. Rieke, wir wissen ja, an so einem Wochenende, vor allem online, passieren keine Fehler, ne? Auf gar keinen Fall. Also das ist alles komplett sauber gelaufen. Wir haben auch nie einfach Slides vom Vorjahr kopiert, irgendwelche Ablaufpläne und dann live gemerkt, uff, da ist noch was anders. Niemand hat die Absicht, live eine Folie anzupassen. Zitat. Und auch Jitsi, das ist die Plattform, die wir zum Videochatten genommen haben im Work Adventure, also in der Welt, in der wir waren, hat immer funktioniert. Wir mussten das nie irgendwie neu starten oder so. Hat alles ganz einwandfrei funktioniert. Ich glaube, da wird uns jede TeilnehmerIn und jede MentorIn einfach zustimmen. Nicht wahr? Ich glaube, du hattest auch nie Probleme, oder, Caro? Nee, überhaupt nicht. Der Livestream hieß auch eben noch nicht Jugendhack Live aus Köln. Nein, also wie käme das denn dazu? Das kann ja gar nicht sein. Nee, aber wichtig ist für uns zu sagen, Fehlerchen gehören dazu. Wir bei Jugendhack leben eine ausgeprägte Fehlerkultur, aber nur aus Fehlern lernt man auch. Und deswegen einfach mal drüber lachen und was mitnehmen fürs nächste Mal. Und ich glaube, dass die nächste Gruppe tatsächlich auch schon in den Startlöchern steht und ready ist, so wie ich das verstanden habe. Ich schaue gerade mal noch.
Wie sieht's bei euch aus? Ihr könnt auch schon mal quatschen jetzt. Seid ihr ready? Da könnt ihr auch noch machen. Ja, du bist auch am Start, ne? Ja. Super. Okay, pass auf, dann moderiere ich euch jetzt noch ganz professionell an. Und zwar begrüße ich jetzt auf der digitalen Bühne die Gruppe Smart Packerlist, bestehend aus Lara, Irina, Davy, Leopold und Jana. Und unterstützt wurdet ihr von den Mentees Nils, Julia und Jacqueline. Viel Spaß! Ja, erstmal hallo in die Runde. Wir stellen euch heute das Projekt Smart Packerlist vor. Und zwar, meine Gruppe hat sich mit dem Problem der Schulplattformen auseinandergesetzt. Das ist ein aktuelles Thema in der Corona-Zeit. Und zwar sind teilweise sehr unübersichtlich für die Schüler, sowohl auch für die Lehrer. Die haben zu viele Anstrengungen. Genau das wollten wir ändern, damit es besser nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer wird. Ja, unsere Idee dafür war eine smarte Liste in Form einer Webseite, mit der man Aufgaben ganz leicht sortieren kann. Und die sowohl auf Computer als auch auf dem Smartphone funktioniert, damit man auch, wenn man unterwegs ist, nochmal die Aufgaben reingucken kann. So, das war unser allererster Entwurf. Man kann auch sehen, dass in der Mitte direkt die ganzen Aufgaben angezeigt werden. Links der Kalender und rechts auch alle Fächer, dass man auch suchen kann, welche Aufgaben habe ich in Deutsch noch. Ja, Datentechnologie. Für die Webseite haben wir die Programmiersprachen HTML, CSS und JavaScript benutzt und für die Planung und Organisation Git oder halt GitHub. Das ist so eine Plattform, über die man halt zusammenarbeiten kann und Dateien reinstellen kann, die kann man dann bearbeiten und dann sehen alle diese Veränderungen und dann kann man halt zusammen dran arbeiten, ohne dass man an einem Computer sitzt. Außerdem haben wir Excalidraw benutzt. Das ist eine Webseite, wo man mit mehreren Leuten zusammen hier zeichnen oder malen kann. So haben wir auch unseren ersten Entwurf gemacht. Und wir haben Hedgehog benutzt, das zum Beispiel jetzt für unsere Präsentation. Ja, und jetzt die Live-Demo. Das ist die Seite. Wir haben hier einmal den Kalender. Hier haben wir die aufklappbaren Aufgaben mit jeweils Fächern. Hier mit den jeweiligen Fächern. So. Jetzt haben wir, und hier haben wir noch unser Filtersystem. Zum Beispiel, wenn ich hier auf Deutsch klicke, sehe ich nur die Aufgaben für Deutsch. Und dann kann ich mir hier mit alles anzeigen, logischerweise wieder alles anzeigen lassen. Und bei Sachen, wo man noch nichts hat, kommt logischerweise auch nichts, wenn man draufklickt. Dann haben wir hier noch eine Schul-Homepage, die allerdings noch nicht da ist. Wie der Vertretungsplan, die E-Mails der Lehrerin und Klassenchat. Dafür hatten wir leider noch nicht genug Zeit. Wir hatten halt nur dieses Wochenende. Und ja, das haben wir halt leider nicht geschafft. Aber wir haben, während wir dieses Projekt gemacht haben, auch einige neue Sachen uns angeeignet und gelernt. Erst einmal mussten wir natürlich diese Website entwerfen, was wir noch nicht gemacht haben. Und wir mussten uns auch ein bisschen in GitHub und dieses aus der Distanz zusammenarbeiten reinfuchsen. Einige Bugs mussten auch gefixt werden, was zum Teil ziemlich holpelig war. Und da wir zum Teil wenige oder kein Vorwissen im technischen Sinne hatten, haben wir auch die Grundkenntnisse uns von HTML und CSS angeeignet. So, und nun zum Ausblick, was wir gerne noch gemacht hätten. Hätten wir jetzt zum Beispiel Zeit gehabt. Zu unserer Plattform hätten wir am liebsten noch eine Anbindung zu Moodle und den Programmen, die es so gibt. Moodle ist ein Programm, womit die meisten Schulen momentan arbeiten, wo Aufgaben hochladen. Und da hätten wir am liebsten noch das direkt mit Smart Packerlist verbunden, dass die Aufgaben automatisch schon dann dort auch eingetragen sind. Hätten wir auch gerne noch die Funktion gehabt, dass man die dann direkt auch über Smart Packerlist hochladen kann, dass man das alles da auf einmal hat.
Zusätzlich hätten wir dann auch noch die Idee gehabt, das Ganze in eine App umzuentwickeln. Da hätte man auch die Möglichkeit, Pop-up-Nachrichten zu bekommen. Das heißt, wenn eine Aufgabe fällig ist, wann die nächste Abgabe ist, dass man eine Benachrichtigung aufs Handy bekommt, man die auch ja nicht vergisst. Zusätzlich, wenn man dann die Website oder die App das erste Mal öffnet, sollte ein Tutorial am Anfang erscheinen, das ziemlich knapp und kurz ist, damit man ganz einfach mit Smart Packerlist umgehen kann. Wollten wir uns noch bedanken bei unseren Motoren, Julia, Jackie und Nina, die liebe Hilfe, womit wir das auch alles nicht geschafft hätten. Natürlich auch an die tolle Orga von JugendHack. Sehr, sehr cool. Aus dem Chat kann ich euch direkt auch mal ein Kompliment weitergeben. Und zwar schreibt Kaffee Smart Will. Ich bin überzeugt, dass das mit diesem ganzen Schul- und Studiezeug längst sinnvoll laufen würde, wenn eine Taskforce von JugendHack eingesetzt werden würde. Wenn das ein cooles Kompliment ist, das ist auf jeden Fall sehr cool. Genau. So, jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Thema. Und zwar habe ich ja schon erzählt, dass wir bei JugendHack immer versuchen, mit Code die Welt zu verbessern. Also spielt das Thema Ethik auf jeden Fall eine große Rolle bei unseren Events. Wie wurde das denn in Hamburg auch thematisiert? Also uns ist das Thema immer sehr wichtig, weshalb wir auch darüber diskutieren wollen. Und zum Beispiel direkt am ersten Abend nach der Vorstellung der Ideen gesagt haben, okay, wir machen jetzt noch eine Diskussionsrunde über die HackerInnen-Ethik. HackerInnen-Ethik ist auch, das ist einfach was uns generell bei JugendHack sehr wichtig ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Aspekte. Bei der Diskussion zum Beispiel haben wir so Fragen gemacht, da gibt es vielleicht nachher noch eine Frage, damit ihr euch vorstellen kann, wie das so ablief. Und viele Sachen sind es einfach wichtig, dass wir die anbringen. Und man merkt das auch bei JugendHack, dass es einen Unterschied macht. Zum Beispiel, auch wenn es nicht alle Teams erwähnt haben, unsere Projekte hier heute sind zum Beispiel alle bei GitHub/GitLab und sind frei verfügbar unter offenen Lizenzen. Das heißt, dass man sich die wirklich angucken kann und das eine Team ja auch schon erzählt hat, die dann auf anderen weitergearbeitet haben, dass man das einfach auch zusammen weiterentwickeln kann. Und über solche Sachen sprechen wir. Und das ist uns einfach wichtig. Und es war auch eine super tolle Diskussion, die wir da am Freitag hatten. Also kann ich nur sagen, war echt, echt cool, wie es auch immer wieder neu ist, wenn man in unterschiedlichen Gruppen darüber spricht. Sehr cool. Spoiler-Alarm, ich habe auch noch ein paar mehr Fragen zur Thema Ethik und JugendHack vorbereitet, beziehungsweise Rico und ich. Da werden wir gleich noch mehr von erfahren. Aber zuerst habe ich festgestellt, dass die nächste Gruppe ready ist. Und zwar ist das die Gruppe, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Jitsim Pro. Könnt ihr ja gleich gerne nochmal selber sagen. Und ich begrüße jetzt Ines und Ellie. Und unterstützt wurden die beiden von den Mentees Edgar und Lindry. Hallo Caro. Also mit Jitsimpro warst du gar nicht so falsch. Es ist ein bisschen schwer auszusprechen. Aber ja, wir sind die Gruppe Jitsimpro mit Ines, bzw. Shadow und mir. Ich bin Ellie und als Mentoren hatten wir Blinri und Edgar. Wir haben uns mit dem Thema generell erstmal von Kunst und Kultur beschäftigt und kamen dann auf das Theater und auf die Idee des Impro-Theater. Und das ist eigentlich relativ sehr kurz kam momentan wegen Corona und wenn man sich ja nicht treffen konnte und haben uns dann überlegt, was man da denn machen konnte, ohne so wirklich Programmiererfahrung am Anfang zu haben, was ja nicht schlimm ist, weil dadurch können wir viel, viel mehr lernen. Und wir kamen dann darauf, dass wir eine Website erstellen können, die mit Jitsi arbeitet und aus diesem Jitsi-Call zufällig zwei Personen aussuchen kann und diesen Personen dann einen Theater-Prompt geben kann, das heißt eine kurze Ansage, was für ein Theaterstück sie spielen können. Ja, also die Daten und Technologien, die wir benutzt haben, waren GitHub, damit wir beide gleichzeitig an dem Programm, also an der Website arbeiten konnten. Die Programmiersprachen, die wir mitverwendet haben, sind JavaScript, HTML und CSS. JavaScript ist jetzt so für kompliziertere Sachen, CSS, so dass die Webseite gut aussieht und HTML dafür auch theoretisch wie JavaScript, nur deutlich einfacher. Und ja, und über den Jitsi
github.io, also über die Website, haben wir auch einige Informationen gehabt zum Programmieren, weil es alles noch, wie Ellie schon sagte, komplett neu für uns war. Aber es hat uns auch wirklich viel Spaß gemacht, das zu lernen. So, dann schalte ich mal kurz die Live-Demo. So. Das ist unsere Website. Hier können wir jetzt theoretisch einen Raum für Jitsi eintragen. Ich schalte mal Alpaka ein. Ups. Drücke auf Connect. Und das blockiere ich mal, damit ich mich nicht doppelt höre. Dreht der Konferenz bei. Und da ist auch schon Edgar, der noch da drin ist. Jetzt drücke ich auf Los. Dann bekommen wir bekomme ich jetzt zum Beispiel einen Beruf, eine Klempnerin. Edgar bekommt ein Objekt mit Armband, das ist jedes Mal random. Ja, er ist jetzt zum Beispiel Zahnarzt und ich habe einen Staubsauger. Und das wird alles auch hier im Chat gezeigt. Also sowas auch, wenn man die Website jetzt nicht offen hat, man sieht, was los ist. Ja. So viel zu. Also, das Logo, ja, also. Und die Grafiken haben wir auch selber gemacht. Also das Los und das Jitsi. Also das Logo hier. So. Entschuldigung, da war ich noch stumm geschalten. Wir haben das auch so eingebaut, dass die Website erkennt, ob der Computer automatisch im Dark oder im Light Mode ist für die Apps. Also die beiden Bilder, die ihr gerade seht, das ist, wenn es ganz normal im Light Mode ist. Und was ihr gerade auch schon gesehen habt in der Live-Präsentation, das ist, wie es dann im Dark Mode ist. Also, und das, was wir natürlich jetzt noch nicht geschafft haben, ist zum Beispiel, dass wir eine schönere Website haben, dass es ein bisschen schöner aussieht. Und dass es zum Beispiel auch ein Menü gibt mit mehr Möglichkeiten, also dann zum Beispiel mehr Personen einstellen kann, welche Person was bekommt, also die 1, 2 und so weiter. Und sowas, also dass da halt es noch mehr Möglichkeiten gibt. Möchte uns noch bedanken an unsere Mentoren Blinry und Edgar und an all die anderen Mentoren, welche uns ab und zu mal geholfen haben. Und natürlich auch an euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank an euch. Sehr cool. Im Chat gab es auch ganz viel Liebe für Kultur und Kunst. Also sehr schönes Projekt in dem Bereich. Genau. Wir haben ja eben, ich hab ja schon angeteasert, wir würden eigentlich total gerne noch etwas mehr auf die HackerInnen-Ethik eingehen. Und zwar, Rike, war es ja so, dass wir auch diese Diskussionsrunde hatten, wo es auch bestimmte Fragen gibt. Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns mitgebracht? Genau, also wir haben so ein paar Fragen und die eine Frage ist genau zum Beispiel eine Frage, die wir gestellt haben. Ich stelle jetzt einfach mal. Die Regierung lässt eine KI programmieren, die entscheiden soll, wer den Corona-Impfstoff erhalten soll und wer nicht. Dabei werden dem Alter und Gesundheit auch Beruf und Bildungsstand mitberechnet. Was haltet ihr davon? Ist es natürlich eine schlechte Frage, um sie in so eine große Gruppe zu stellen? Wir haben drei Antwortmöglichkeiten. A, großartig, wenn eine KI, also künstliche Intelligenz, möglichst viele Daten über die Bevölkerung hat, kann sie die besten Entscheidungen treffen. Möglichkeit B, ja, das ist eine sehr gute Idee, aber der Bildungsstand sollte kein Kriterium sein. Und C, eine KI liefert keine objektiven Entscheidungen. Das Problem lösen wir lieber ohne KI. Und damit ihr jetzt gut auch, also ich würde jetzt echt gern einfach an euch ins Publikum stellen. Für A, B oder C, spammt ihr bitte die Emojis grün für A, pink für B und gelb für C. Das sind diese Alpakas. Und wenn ihr im Twitch-Chat seid, könnt ihr auch einfach in den Twitch-Chat schreiben. Genau, ich hoffe, das funktioniert. Ich habe euch die Fragen auch noch, die Frage und die Antwortmöglichkeiten auch nochmal in den Chat geschrieben. Dann könnt ihr sie nochmal durchlesen. Mal gucken, was ihr dazu sagt. Genau, also entweder A, großartig, B, eingeschränkt, Bildungsstand sollte es nicht sein, oder C, einfach nein, es gibt keine objektive Entscheidung. Ich sehe auch schon so ein paar Alpakas. Vorhin zum Stichwort Fehlerkultur übrigens ist kurz danach meine Flagge im Hintergrund runtergekracht. Wäre natürlich lustig gewesen, wenn das genau on screen während dieses Themas gewesen wäre. Vielleicht passiert es nochmal, also nicht wundern, wenn es hinter mir plötzlich raschelt. Okay, viele sagen C. Da gibt es aber auch ein B oder C, je nachdem.
gibt auch ein paar, die sagen, ja, das würden sie so sehen, weil eine KI die beste Entscheidung trifft. Man sieht, es sind nicht nur einfach rein technische Fragen, die wir bei einer Diskussion über HackerInnen-Ethik stellen, sondern wirklich auch soziale Fragen, bei denen auch viel diskutiert wird, was denn da die besten, objektivsten Entscheidungen sind. Aber man sieht, also hier zum Beispiel würde ich sagen, zumindest ich sehe jetzt vor allem die Emojis, dass C, das Problem lösen wir lieber ohne KI, weil wir selber unsere Ethik definieren und das ja auch von Land zu Land unterschiedlich ist, dass das hier überwiegt, aber wie gesagt, ganz eindeutig und klar sind solche Diskussionen da immer nicht, das hängt ja auch von der Gruppe ab, mit der man da diskutiert. Vielen Dank schon mal, dass es geklappt hat. Sehr cool. Ja, dann habt ihr auch mal mitgemacht jetzt hier bei unserer Präsentation. Genau, also wir wissen ja auch bei Ethik, da gibt es ja auch gar nicht unbedingt immer richtig und falsch. Deswegen ist das total cool, dass wir das auf jeden Fall auch hier zusammen diskutieren. Und zum Thema KI beschäftigt sich tatsächlich auch die nächste Gruppe. Und zwar ist das die Gruppe Lerngruppen mit KI, bestehend aus Franz, Liam, Nikolas, Michael und Sophia. Und die Mentorinnen Nils, Julia und... Ach Moment, jetzt bin ich verrutscht in der Leiste. Die Mentorinnen Julian und Gabriel haben unterstützt. Viel Spaß. Ja, wir haben dieses Wochenende ein Programm erstellt, welches Lerngruppen mit Hilfe von KI, also künstlicher Intelligenz, zusammenstellt. Unsere Motivation für dieses Projekt war, dass es während der Corona-Pandemie schwierig war, neue Leute mit ähnlichen Interessen kennenzulernen. Und um dieses Problem zu lösen, haben sich für uns dann folgende Fragen ergeben. Wie können sich Schüler zu Lerngruppen zusammenfinden und wie findet man Pausengruppen während des Homeschoolings? Wer spricht denn gerade? Wir hören nichts. Und ich glaube, die Präsi ist auch abgerauscht. Kann das sein? Ah, da ist die Präsi. Jetzt sehe ich sie wieder. Wer ist denn jetzt dran? Wessen Part ist denn das Endprodukt? Gerne in den Chat sonst. Okay, Sophia, klappt das gerade mit dem Ton bei dir nicht? Kann das uns vielleicht spontan jemand anderes zur Gruppe übernehmen? Ja. Liam zum Beispiel? Das Endprodukt ist ein Fragebogen, den man ausfüllen kann zu bestimmten Fragen, zum Beispiel in welchem Bundesland man lebt, und daraufhin überprüft dann eine KI, mit welchen Leuten man dann am besten zusammenpasst. Das wird natürlich auch von anderen Sachen wie von Interessen und so beeinflusst. Als Daten und Technologie haben wir als Backend einen Python-Server benutzt, der mit Flask funktioniert. Und das, was man sieht, ist dann HTML. Außerdem läuft ein Python-Skript im Background, was mit NumPy die besten Leute zusammenbringt. Jetzt kommen wir zu der Live-Demo. Und zwar als erstes sieht man im Screen eine Frage. Und zwar die erste Frage, welchen Schulclub besuchst du? Dann gibt man seinen Namen ein, also zum Beispiel Thomas, und beantwortet dann die Fragen. Insgesamt gibt es dann bis zu sieben Fragen, die man nach und nach beantworten muss. Nachdem man alle Fragen beantwortet hat, werden diese an die KI gesendet. Ein Moment. Und eigentlich sollte jetzt die KI... Ein Moment, wir müssen mal kurz... Wieder mal... Wir hatten ja schon mal die Fehlerkultur gerade. Ohne sowas wäre es auch kein Jugendtext. Genau, alles gut. Einfach nochmal testen. Ja, man muss ja auch überlegen, das finde ich auch immer so krass, dass man
Das ist ja quasi, hat man nur einen Tag, das zu machen. Und teilweise arbeiten sie da dann auch schon in der Präsentation. Alles, was ihr hier seht, war am Freitag noch, wurde am Freitag als Idee überlegt. Das ist schon Ihnen sehr beeindruckend. Auch noch Screenshots. Und zwar hier sieht man die Fragen. So werden alle Fragen aufgebaut. Und als Resultat hat man zum Beispiel diese Zahlen hier. Und je größer diese Zahl ist, desto mehr passt die Person zu einem. Genau, jetzt kommen wir zu den Ausblicken und zu den offenen Punkten. Natürlich sind wir nicht ganz fertig geworden. Wie vorhin gesagt, wir hatten nur einen Tag Zeit. Und es gibt einige Punkte, die man noch verbessern könnte. Zum Beispiel könnte man diese Fragen einfach mehr Fragen stellen und dann auch von echten Personen beantworten lassen, damit man wirklich Daten hat, die man dann auch der KI in die KI füttern kann und die dann bessere Resultate liefert. Außerdem, dass man auch dann am Ende eine Gruppe hat, die sich findet und nicht nur sozusagen die Vorschläge von Leuten. Und ein Matching, sozusagen, dass die Leute am Ende, wenn sie in der Gruppe sind, dann auch bewerten können, wie gut diese Personen, die der Algorithmus vorgeschlagen hat, dann am Ende auch wirklich zu ihnen gepasst hat. Somit kann man den Algorithmus auch nochmal verbessern und auch eine Multiple-Choice-Auswahl ermöglichen, weil bis jetzt kann man alle Fragen, also kann man nur eine der Auswahlmöglichkeiten wählen. Genau. Und dann wollten wir uns auch nochmal bedanken bei unseren Tutoren, beim Gabriel und beim Julian. Der Gabriel hat sich gestern noch die neuronalen Netze beigebracht, um sie uns dann zu erklären. Und da herzliches Dankeschön. Wir haben gerade auch gehört, dass wir nochmal einen Versuch starten mit der Demo. Liam meinte, es klappt wahrscheinlich. Deswegen versuchen wir das noch einmal. Wäre ja sehr cool, wenn wir euer Ergebnis da noch sehen konnten. Sieht man es? Ja, ich sehe es. Okay, dann trägt man hier oben seinen Namen ein, wie vorhin schon gezeigt. Dann kann man hier die Fragen beantworten. Und dann ist am Ende ein Resultat. Das wird dann, hier, das sind mal die Prozente. Dann wird man immer mit den Leuten gematcht. Zum Beispiel bei dem Franz, das war der, der das noch in ein Netzwerk gemacht hat. Der hat deswegen sehr viele Einträge. Mit dem passe ich dann zum Beispiel zu 59% zusammen. So viel laufen die Fragen übereinander. Das heißt, wenn das hier vorne eine 1 wäre, würde man es 100% zusammenpassen. Das heißt, so näher das Ergebnis an einer 1, umso mehr passt man zusammen. Sehr cool. Dann konnten wir es ja doch noch sehen. Spannend, spannend. Okay. Vielen Dank. So. Ich habe jetzt noch eine Frage an Regen mitgebracht. Wer hätte es gedacht? Immer weiter diese Fragen. und zwar hätte mich mal interessiert, Rike, merkt man denn auch, dass wir das Thema Hacker in Ethik oder allgemein Ethik behandeln? Merkt man das auch in der Community? Ich finde, dass man das total merkt. Ich habe auch tatsächlich ein konkretes Beispiel von diesem Wochenende. Und zwar, Fehler können immer passieren. Und vor allem so Screenshots, was man auf Screenshots sieht, ja, upsie, da habe ich wohl von GitHub den Private Key mit auf die Social Media Plattform gestellt. Huch! Und man könnte natürlich dann sagen, hier, voll lustig, hat das aufgestellt, ja, dann ändere ich da mal Zeug und. Aber sowas passiert eben nicht, dann ist es einfach, hey, du hast das da hochgestellt, ich verstehe, was das bedeutet, deswegen weise ich dich darauf hin, dass du das vermutlich nicht machen wolltest. Und einfach, also das hat man auch bei den Diskussionen gemerkt, man merkt einfach, dass den Leuten wichtig ist, dass man von Grund auf lernt, dass mit der Macht von Technik und mit dem Zugang zu Technik und zu Internet und dem Wissen zu programmieren auch die Verantwortung kommt, sinnvoll damit umzugehen. Und sehe ich immer wieder bei den Wochenenden und man merkt auch immer wieder, dass es den
das den Leuten wichtig ist. Ah. Habt ihr vermutlich in Köln auch schon, also merkt ihr vermutlich beim Wochenende in Köln auch. Könnte ich übrigens auch mal, vielleicht würde ich auch mal Mentor sein, ich wohne ja inzwischen in Bonn. Ach cool. Ja, komm gern vorbei. Ich finde auch, man merkt das total einfach, dass wir auch so jetzt deutschlandweit und halt auch über Deutschland hinaus einfach irgendwie eine coole Community geworden sind. Ich bin ja sonst eigentlich auch Orga in Köln, helfe aber natürlich jetzt hier gerne bei der Moderation aus. Also es sind nicht nur die Teilnehmerinnen, die da irgendwie zusammengewachsen sind, das sind auch wir Orgas und das ist immer sehr, sehr schön zu sehen. Ich warte gerade noch darauf, auf dass der Screen geshared wird. Ich glaube, Mario, das wolltest du übernehmen. Kannst du uns hören? Bist du da? Weil die Gruppe ist sonst fertig. Wir warten nur noch auf ein Bild. Ansonsten, wenn du den Link noch hast, kannst du zumindest die Präsentation sharen und dann shared Mario am Ende die Live-Demo. Können wir versuchen, dann muss ich nur einmal super weit hochscrollen. Da kommt aber, glaube ich, auch gerade was. Ja, da ist es. Ja, da kommt was. Sehr okay, gut. Wunderbar. Mario kann uns nicht hören. Okay, das war das Problem. Ja gut, aber jetzt scheint es ja zu klappen. Ich hoffe, Mario kann jetzt auch hören. Wir versuchen es einfach mal. Es ist eine Fehlerkultur. haben wir eben schon öfters genannt. Mal sehen, ob es klappt. Viel Erfolg auf jeden Fall bei der Gruppe Planet B, bestehend aus Momme und André, mit den Mentorinnen Gabriela, Mario und Peter. Viel Spaß! Ja, wir sind die Gruppe Planet B. Das ist von André und mir. Dann kommen wir direkt zu den Problemen und zur Fragestellung. Was hilft uns dabei, die Erde zu retten? In dem Fall des Spiels Bäume pflanzen und Land, Meer, Luft und Weltraum entmüllen. Dann, als Endprodukt haben wir uns ein Spiel vorgestellt, was 1984 startet und 2684 endet. Im Spiel muss man Müll einsammeln und bekommt dadurch Karma und HelferInnen. Und eine Leiste soll auch zeigen, wie kaputt die Erde ist. Also so haben wir uns das Spiel ungefähr vorgestellt, mit einer Stadt oben rechts und Seen und so, und dass man auch dort rumlaufen kann und dann Flaschen einsammelt. Und zum Programmieren haben wir Scratch genommen und zum Zeichnen Excalibur, aber auch Scratch. Wir haben auch, das haben wir verwendet. Hier sehen wir nochmal eine Live-Demo. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, aber aha. Ja, da sieht man den Besen. Das ist der Hauptcharakter. Der Besen muss Plastikflaschen einsammeln. Eine Plastikflasche wird dann zu einem Karma-Punkt. Und wenn man auf dem Wasser ist, dann muss man Mülltüten einsammeln. Die geben dann auch nochmal wieder Karma. Und wie man es gesehen hat, haben wir zwei verschiedene Figuren gemacht. Eins auf dem Wasser und eins, also ein Boot mit einem Netz vorne dran fürs Wasser und sonst ein Besen. Dann wollten wir das noch so machen, dass bei allen 50 Karma-Punkten das Jahrhundert gewechselt wird. Das ist jetzt aber auch nicht so einfach gewesen, deswegen haben wir das jetzt auch nochmal als spätere Ideen. Die Plastikflaschen verschwinden, wenn sie berührt werden und tauchen dann eine kurze Zeit später auf einem anderen Punkt irgendwo wieder auf. Ja. So, dann Ausblicke und offene Punkte. Wir wollen natürlich noch weitere Level machen.
Dafür bräuchten wir noch angepasste Hintergründe. Also jetzt tatsächlich vielleicht auch eine richtige Stadt, nicht nur, dass man sie nur rechts oben sieht. Dann auch noch vielleicht mehrere Handlungsmöglichkeiten, dass man vielleicht auch Bäume pflanzen kann, um die Welt zu retten. Dann wollten wir noch mehr Feinde hin in das Spiel reinprogrammieren. Vor allem in dem Sinne, dass sie auch aktiv was gegen ein Unternehmen, nicht nur wie die Plastikflaschen, die einfach nur rumliegen. Als Feinde hätten wir da zum Beispiel einen Multimilliardär uns ausgedacht, der uns dann versucht, uns aufzuhalten mit seinen kleinen Lakaien. Ja, dann wollen wir doch mal Danke an unsere Mentoren sagen und das war's. Vielen Dank an euch. Im Chat wird auch gerade schon geschrieben, sehr coole Idee für die Umwelt und super tolles Projekt, können wir alle real life spielen. Und das ist auf jeden Fall ja ein schönes Lob. Okay, so. Dann haben wir noch eine letzte Übergangsgesprächsrunde quasi vorbereitet zwischen Rike und mir. Und zwar, wir wollen natürlich ja auch am Wochenende immer alle zusammen ganz viel lernen. Und zwar haben wir schon öfters gehört, dass bei Jugend Hackt immer gesagt wird, man macht irgendwie ganz, ganz viel ein Wochenende lang und merkt gar nicht, wie man lernt. Und letztendlich hat man aber ganz viel gelernt. War das bei euch jetzt in Hamburg dieses Wochenende auch so? Ja, also es ist, also ich denke an ganz viele Sachen, die am Wochenende passiert sind. Zum Beispiel ganz am Anfang haben wir so Brainstorming-Sessions gemacht und dann können sie, ja, dann können wir das mit KI lösen und so. Und dann meinten die MentorInnen, ja, in 3 Minuten Verschluss, waren also ja, also auch ein Safe Space, um Fragen zu stellen. Also wie jede Frage ist super willkommen und soll dann auch beantwortet werden. Dann kam die Frage, ja, und was ist denn jetzt nochmal dieses KI? Und in den 3 Minuten Verschluss konnte man das dann natürlich nicht mehr klären, aber im Laufe des Wochenendes konnte man die Frage dann doch klären. Und oder auch bei den Präsentationsübungen kam dann so, ja, wir haben ja vorher noch nicht so wirklich Erfahrung gehabt, aber dann haben wir das jetzt einfach gelernt und jetzt diese Webseite geschrieben und mit kaum Vorkenntnissen dann ein super tolles, cooles Projekt auf die Beine gestellt. Also ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, wie coole Projekte in so kurzer Zeit entstehen und wie viel alle Beteiligten dabei lernen. Also sowohl die TeilnehmerInnen als auch die MentorInnen und es macht super viel Spaß. Ja, ich muss auch sagen, ich bin immer, mein Highlight von diesen Wochenenden ist auch immer, wenn ich dann hier sitze und die ganzen Projekte vorgestellt bekomme und einfach vor Stolz platze. Deswegen sehr, sehr cool. Das ist für mich auf jeden Fall immer das Highlight und zu sehen, was da einfach über das Wochenende in der Kürze entwickelt wurde und welche Gedanken sich gemacht wurden, das ist einfach immer total cool. Und ich glaube tatsächlich, dass unsere letzte Gruppe jetzt auch gleich in den Startlöchern steht. Ihr könnt jetzt anfangen, mit uns zu sprechen. Unsere Story war beendet. Sagt gern Bescheid, ob ihr alle fertig seid. Ich sehe auf jeden Fall noch kein Bild. Ja, das kommt. Das kommt. Das ist schon gut. Ne? Alles gut. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Kann ja auch ein bisschen erzählen. Ich lerne auch immer super viel bei dem, auch als Orga-Sitzer, wenn man von der Gruppe dabei ist. Das ist echt super. Ich sehe jetzt ein Bild. Ja, ich auch. Können wir starten? Dann begrüße ich jetzt ganz offiziell die Gruppe Request, bestehend aus Jonathan, Sven, Beppo, Gero und Rakete. Und unterstützt wurdet ihr von den Mentorinnen Malte und Mireille. Request ist die Lösung für eine vereinheitlichte und trackingfreie Darstellung von Social Media. Ja, die sind. Genau, dann stellen wir uns einmal vor. Wir sind Gero. Jonathan. Beppo. Ich bin Rakete. Und Sven.
Also das Problem, auf dem unser Projekt basiert, ist, dass viele Webseiten sehr lange und alle Webseiten haben ein anderes Layout und das macht es alles schwer zu benutzen. Außerdem werden Werbung und Pop-ups angezeigt, die natürlich extra wieder Leistung wegnehmen, weil sie auch wieder reingeladen werden müssen. Und jede Social-Media-Plattform hat ihre eigene App, die Daten sammelt. Da sieht man auch nochmal hier 2 Millionen Apps und 2 Millionen Tracker und Werbung geblockt. Also das ist jetzt hier natürlich sehr, sehr viel. Genau, um das zu lösen, haben wir eine Software geschrieben, die bisher eigentlich nur als Übergangslösung fungiert, bis endlich mal wieder alle Webseiten etwas minimaler werden. Und zwar haben wir dafür eine Linux-App geschrieben, die alle Posts einer Social-Media-Plattform einheitlich darstellt. Diese Darstellung kann aber vom Benutzer auch wieder angepasst werden. Also der Benutzer hat hier wirklich alle Freiheiten. Dazu kommt, dass keine Werbung angezeigt wird, man kein Konto braucht und dadurch insgesamt weniger Überwachung stattfindet. Genau. Wie sieht das Ganze aus? Dazu haben wir am Anfang eine kleine Skizze erstellt. Und zwar haben wir oben eine Titelleiste, da steht einmal der Name der Anwendung drin und ein Knopf, wo man, das ist dieser Plus-Knopf, wo man weitere APIs oder Social-Media-Plattformen hinzufügen kann. Diese werden dann links in der Seitenleiste angezeigt. Von dort kann man dann seine gewünschte Plattform auswählen und die Posts dieser Plattform werden dann in dem Hauptbereich rechts angezeigt, in so Karten. Dort werden dann Bilder, Titel, Beschreibung und, der Name des Autors angezeigt. Ja, die Codebase haben wir in Python programmiert. Für die Transformation der ganzen verschiedenen JSON-Formate, die uns die ganzen APIs geben, benutzen wir JSME SPath. Das ist eine Query-Sprache, mit der man aus einem JSON eine andere Struktur bekommen kann. Und dazu benutzen wir dann die verschiedenen APIs der Plattform. Und für das GUI benutzen wir JDK 3. So, dann kommen wir jetzt zu einer kleinen Live-Demo. Also hier sieht man das Ganze schon. Ich habe das Ganze jetzt schon gestartet. Und jetzt sieht man hier, also das Ganze ist hier, hier ist man jetzt zum Beispiel auf Reddit. Das ist jetzt das Mighty Interesting Subreddit. Das heißt zum Beispiel, jetzt hat man hier das Mighty Interesting Subreddit. Es gibt ja auch noch zum Beispiel das Memes-Subreddit oder es gibt auch noch die Tagesschau und man kann das Ganze auch hier zum Beispiel die Tagesschau, zum Beispiel der Protest per Stimmzettel. Man kann jetzt derzeit noch nicht genauer die Artikel angucken, aber man kann jetzt schon mal eine generelle Übersicht haben. Man könnte hier oben jetzt auch noch ganz einfach weitere Feeds hinzufügen. Hier nochmal ein paar Screenshots. Das ist eigentlich genau dasselbe, was wir gerade eben schon hatten. So. Dann kommen wir zum Ausblick auf offene Punkte. Es wäre ganz cool, wenn wir noch ein Windows-UI mit einbinden, dass das Programm auch auf Windows-Maschinen läuft. Da GTK 3 leider nur mit Mac und Linux kompatibel ist. Und da das Ganze auch als Android-App, dass man es auch auf dem Handy mobil haben kann. Und noch mehr Dienste einbinden, dass man halt von noch mehr Social-Media-Plattformen auch die Feeds angezeigt bekommt. Dann bedanken wir uns noch bei unseren Mentoren, und zwar Malte und Marei. Und ja. Okay. Super, vielen Dank euch. Vielen Dank. Das war tatsächlich schon unsere letzte Gruppe, Rieke. Wahnsinn. Ja.
Am Anfang dachte man, 8 Gruppen, hoch, 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 und jetzt ist das schon vorbei. Ja. Also ich bin auch so glücklich und ich finde, es hat gut funktioniert. Ich fand die Themen so spannend. Alle Gruppen, unfassbar coole Projekte. Ich hatte so ein tolles Wochenende, das mitzuverfolgen. Ich wollte dir nochmal super vielen Dank sagen, Caro, dass du die Moderation mit in Hamburg mit übernommen hast. Vielen, vielen Dank. Sehr gern gemacht. Es macht ja auch immer wieder Spaß, wenn man im Jugendhack-Kosmos unterwegs ist. Dann danke, Rieke, für diese tolle Moderation. Du hast das zum ersten Mal gemacht. Ich finde, das lief super, auch von dir. Und natürlich an alle Teilnehmenden. Wir hatten natürlich in der Generalprobe einige Sachen zu fixen, aber das hat alles geklappt. Ich bin total, ich bin baff, dass das jetzt hier so super über die Bühne lief. Und es wurden natürlich auch nicht live Bauchbinden gefixt. Das macht niemand. Deswegen, eigentlich bleibt uns jetzt nichts weiter zu tun, außer Tschüss zu sagen, oder? Möchtest du das übernehmen? Also noch vielen Dank an das Publikum für eure Aufmerksamkeit und Tschüss an alle und bis nächstes Jahr dann hoffentlich wieder live und in Farbe und natürlich trotzdem auch gestreamt. Vielen, vielen lieben Dank. Wiedersehen, tschüss! Tschüss!